Läuft die Kamera schon, Odin? Odin ist eine Katze. Hallo, mein Name ist Andrew Fox und heute erzähle ich ein bisschen über mich. Mittlerweile müsste ich jetzt schon die 250 Abonnentengrenze erreicht haben. An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall nochmal an Rocket Beans TV bedanken für den Support. Es war eine aufregende Erfahrung für mich. Ich bin immer noch nervös, dass ich wirklich da angerufen habe. Wow. War, glaube ich, die größte Herausforderung, die ich beschritten habe. Cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke. Ich kann nicht genug mich bei euch bedanken. An das ganze Rocket Beans Team, an Etienne, Lars und Andreas. Super Dudes. Ich schaue euch so gerne an und ich hoffe, das wird in Zukunft vielleicht auch ein bisschen mehr davon geben. Mein Name ist Alexander Taniak, bin 30 Jahre alt und bin in der Goldstadt Pforzheim in Baden-Württemberg geboren. Genau, ich dachte, dass ihr einen kleinen Eindruck habt, wer eigentlich hier in diesem halligen Raum rumwuselt, rumspringt und euch diese VR-Geschichte näher bringt, dachte ich, ich stelle mich mal ein bisschen vor und erzähle ein bisschen, was ich eigentlich so genau mache neben den Let's Plays. Für mich ist es nicht einfach, vor der Kamera zu sprechen. Ich bin da ein bisschen nervös, da ich eigentlich hinter der Kamera bin. Ich bin hobbymäßig würde ich jetzt wahrscheinlich mittlerweile eher sagen, Fotograf im Bereich Portrait und People und hauptsächlich für Hochzeiten gebucht und habe das aber ein bisschen schweifen lassen, unter anderem auch, weil ich hauptberuflich was ganz anderes mache. Gar nichts mit Fotografie und gar nichts mit Gestaltung. Ich bin Anästhesiepfleger, muss ja gerade überlegen, warum auch immer. Genau, Medizin. Ich arbeite in der Medizinbranche. Was überhaupt nichts, wie gesagt, mit Medien zu tun hat, vor allem nichts mit Computer. Viel mehr Menschen, was schon ein geiler Job ist, finde ich. Ja, genau. So viel zu meiner Person. Ich denke, den meisten wird es bestimmt auch interessieren, warum ich eigentlich Let's Plays mache, warum ich sie in diesem Stil machen möchte, wie ich sie eigentlich machen möchte. Und zwar liegt es daran, dass VR für mich immer ein Traum war. Ich wollte immer mitten im Geschehen sein, nicht nur vor dem Monitor, sondern auch wirklich im Geschehen. In der Action drin sein, interagieren, quasi den Personen in Augenhöhe sein. Diesen Wunsch habe ich mir erfüllt. Bin wahrscheinlich ein bisschen zu euphorisch gewesen, was das ganze Setup angeht. Aber ja, ist glaube ich jedem bekannt, VR braucht viel Leistung. Ist leider noch ein Nischenbereich, weil einfach nicht jeder sich einen Mega-Rechner leisten kann, um die Leistung, die VR zu erbringen. Und deswegen bin ich da. Ich möchte euch zeigen, was VR zu bieten hat, was vielleicht in Zukunft auch für andere erschwinglich ist, wenn es die Zeit erfüllt, wenn die Zeit kommt und VR nicht mehr so teuer ist. Möchte ich euch jetzt schon zeigen, was ihr erleben könnt, was noch kommt, was es eigentlich so für Angebote gibt. Und möchte eigentlich auch, dass ihr mitten im Geschehen drin seid, dass ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wie geht es mir gerade in dem Bereich. Deswegen auch der Pulsmesser ist, glaube ich, ein super Indikator, um zu zeigen, bin ich gerade aufgeregt. Wahrscheinlich würde er jetzt in diesem Augenblick richtig hoch sein. Aber ich möchte auch euch nicht mit meiner Meinung nach störenden Commentaries belästigen, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich es immer ein bisschen vom Nachteil empfand. Wahrscheinlich werden wir andere das Gegenteil jetzt versuchen
zu erläutern. Aber ich fand es eben ein bisschen störend, wenn man in Gameplay schaut und dann zwischen reingequatscht wird und Fachsimpeln von diesen Entwicklern, von denen gepublished. Und mag sein, dass das alles interessant ist, aber das ist dann nicht, warum ich ein Let's Play anschaue, sondern weil ich von dem Spiel will. Ich möchte im Erlebnis drin sein und nicht irgendwie die Geschichte dahinter. Das ist mir alles wie so referatmäßig. Bin jetzt nicht so der Referat-Liebhaber. Bin ich jetzt nicht. Dementsprechend möchte ich euch mal was anderes bieten. Ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne Feedback drunter schreiben, hier unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen durch ein Like, dann weiß ich Bescheid. Hey, Content kommt gut an. Ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem, was ich vorhabe, mit den Plänen, die ich in meinem Kopf rumschwören, euch eine gute Zeit bringen kann. Wenn wir schon zum Thema Zukunft sind und zukünftigen Content, möchte ich euch ein bisschen noch erklären, was vielleicht in Zukunft ansteht, ob ihr euch dann gegebenenfalls ein bisschen freuen könnt. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich momentan immer Montag und Mittwoch hochgeladen. Montag Random Monday. Und zwar, das waren immer wahllose, randommäßige Titel, die ich raussuche, die ich in meiner Steam-Bibliothek habe, die ich dann sporadisch mal anspiele und gucke, was kann das eigentlich so? Vielleicht entsteht dann daraus dann eine Episode, die dann möglicherweise dann am Straight Wednesday dann öfters gezeigt wird. Straight Wednesday ist quasi der Tag, an dem ihr euch jede Woche freut, dass wir gemeinsam zusammen ein Spiel spielen, gemeinsam auf die Reise gehen, gemeinsam uns erschrecken vielleicht, oder ihr auch gemeinsam euch über mich lustig machen könnt. Wow. Genau, und jetzt, was neu dazu kommt, habt ihr wahrscheinlich Freitag gemerkt, ist der Couch Friday. Was ist Couch Friday? Fragt ihr euch bestimmt jetzt in diesem Moment. Couch Friday ist quasi der chillige Freitag, das quasi Ende der Werkwoche, der Arbeitswoche, einfach gechillt mit einer Flasche Bier auf dem Sofa und gechillt zusammen ein Spiel spielen, schön den Kater Odin kraulen. Genau. Ja, einfach weil es gibt auch Spiele, die nicht VR sind, die ich aber trotzdem gerne spielen möchte. Noch dazu vielleicht ein kleiner Anhang, warum eigentlich Let's Play? Warum spiele ich nicht nur für mich und lasse euch in Frieden mit dem ganzen Scheiß? Einfach, weil ich es kann. Nein, der eigentliche Grund ist, damals, wenn ich ein Spiel gespielt habe, konnte ich immer nur davon erzählen. Die witzigen Situationen konnte ich immer nur beschreiben, aber ich hatte nie Videomaterial. Das wollte ich ändern, indem ich einfach das, was ich spiele, anfangs für mich nur aufnehme, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich es auch für die anderen, nicht nur für meine Freunde, nicht nur für mich veröffentlichen möchte, auch anderen Leuten da draußen zeigen möchte, wie spiele ich, wie empfinde ich ein Spiel, wie kann man VR so zugänglich machen, dass es auch für andere interessant ist. Es ist ein schwerer Weg, aber ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Ansonsten ist noch geplant eine kleine Doku. Und zwar war ich 2019, bevor das mit dem Corona anfing, für 3 Wochen in Japan. War eine wundervolle Erfahrung für mich. Die habe ich natürlich per Video festgehalten. Dann möchte ich eine kleine Doku machen. Zuerst war gedacht, dass ich das ein bisschen typisch dokumäßig richtig trocken und ernst und professionell ist es trotzdem Nachhinein, aber ich wollte jetzt oder ich werde wahrscheinlich jetzt das ganze Projekt ein bisschen umschmeißen und mehr Witz reinbringen. Ich glaube, das ist passender für mich als Analog Fox, die meine Reise euch vorzustellen, was ich in Japan erlebt habe, das vielleicht ein bisschen so auf die Art, dass es euch vielleicht gefallen könnte. Ansonsten ist ein Podcast geplant. Ich weiß, ihr sagt jetzt wahrscheinlich auch, nicht schon wieder ein Podcast, nicht schon wieder einer von diesen. Mag sein,
Das ist ein kleines Projekt in Verbindung mit einem Kumpel, mit dem Kumpel, der in Japan lebt. Und wir schauen einfach mal. Genau, ansonsten freue ich mich auf Feedback und Anregungen oder Kritikpunkte. Lasst es mich einfach wissen. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, zu erfahren, wie kommt mein Content an, wie komme ich als Person bei euch an. Und ja, ich freue mich. Als letzten Punkt möchte ich noch eine kleine Sache erwähnen. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, ob ich meinen privaten Instagram-Account öffentlich machen soll. Ich habe meine Gründe, warum es privat ist. Hauptgrund ist, dass ich nicht möchte, dass gewisse Ex-Freundinnen Zugriff auf mein Leben haben. Wenn sie schon gehen, dann gehen sie ganz. Aber ich schreibe, also Benutzername von Instagram, falls Interesse habt und ihr Bock habt zu erfahren, was macht eigentlich Andrew Fox in seiner Freizeit neben Let's Play, dann freue ich mich und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert eifrig und ich verabschiede mich in dem Sinne, euer Andrew Fox.